Die DHV-News vom 10. Februar 2023. Malta versemmelt CSCs. Verstörender Talk mit der Ex. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wieder mal vorweg erstmal die Gewinner unserer Verlosung zur Weihnachtsspendenaktion dieses Jahr sind ausgelost worden und informiert worden. Diejenigen, die deswegen jetzt noch auf heißen Kohlen sitzen können, also runterkommen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering, dass ihr noch was gewinnt. Manchmal melden sich Leute nicht oder wollen irgendwie bestimmte Gewinne nicht haben, die sie eigentlich zugewiesen bekommen und geben die dann weiter. Dann wird nochmal neu in die Lostrommel gegriffen, aber ansonsten ist die Sache jetzt rum. Ich gratuliere allen, die was gewonnen haben, alle anderen vielleicht beim nächsten Mal. Bedanken tue ich mich bei allen, die mitgemacht haben bei der Spendenaktion, und die Verschickung wird dann demnächst auch mal erfolgen. Und damit komme ich gleich zum ersten Thema. Nochmal ein kurzer Aufruf für Berlin. Alle Leute, die in Berlin wahlberechtigt sind, geht am Sonntag wählen, wenn ihr nicht schon Briefwahl gemacht habt. Schreibt euch im Kalender, im Handy eine Erinnerung rein für Samstagabend, für Sonntag vor dem Frühstück und für Sonntag nach dem Frühstück und dann losgehen ins Wahllokal. Bloß nicht vergessen, es droht die CDU hier in Berlin die Regierung zu übernehmen als führende politische Kraft, als mit dem neuen Oberbürgermeister Kai Wegener, der wieder den Girlie mit Polizisten fluten will und Nulltoleranz einführen will gegenüber Cannabis und sicher nicht im Bundestag der Legalisierung zustimmen wird, im Bundesrat. Ja, Berlin könnte der Punkt sein, jetzt schon früh im Jahr, an dem für den Rest des Jahres die Legalisierung scheitert. Es gibt viele andere Hürden, an denen die Legalisierung noch scheitern kann, aber nicht muss. Es gibt die Möglichkeit, dass die Legalisierung bis Ende des Jahres tatsächlich komplett, auch mit der ganz großen Vision der Legalisierung mit Fachgeschäften für Erwachsene, Wirklichkeit wird, wenn ihr wählen geht. Ja, wenn jetzt zu viele Handfreunde in Berlin nicht wählen gehen und die CDU hier übernimmt, dann habt ihr jetzt schon am Anfang des Jahres versaut und alle anderen Möglichkeiten sozusagen sind dann möglicherweise obsolet und ihr seid schuld. Ja, das will ja keiner, sollen lieber andere schuld sein, wenn schon irgendwie das Ganze am Ende scheitern sollte. Soll die EU-Kommission die Verantwortung übernehmen oder der Bundesrat? Und wer weiß, vielleicht würdet ja wirklich was und die ganze große Nummer mit der Legalisierung funktioniert. Ja. Und ansonsten eben wenigstens eine sehr weitgehende Entkriminalisierung, die CDU auch sicher nicht mitmachen wird, sondern eben eher versuchen wird, Nulltoleranz durchzusetzen. Geht wählen, Berliner! So, jetzt habt ihr das verstanden. Ne? Also das reicht eigentlich auch. Vielleicht noch dazu, wir haben unseren Wahlaufruf per Video hier. Kennt ihr vielleicht, habt ihr bestimmt gesehen hier im Kanal. Die CDU will die Legalisierung verhindern, geht wählen und so weiter. Kennt den Wahlaufruf, den haben wir beworben in Berlin, auch mit euren Weihnachtsspenden, von denen eben die Rede war. Haben schon über 600.000 Einblendungen dieses Spots in Berlin, speziell bei Berlinern, gekauft sozusagen, plus die organische Reichweite. Also das ist schon ein erheblicher Teil der Berliner Wähler, die wir damit erreicht haben dürften. Also sind sicher nicht alle 600.000 bei einer Person ausgespielt worden, ja, auch wenn ich jetzt ein paar Mal gehört habe, ja, das sollte es oft gesehen haben. Eigentlich sollte nur zweimal pro Woche an die gleiche Person ausgespielt werden oder Gerät, ja, wie auch immer. Jedenfalls haben wir vielleicht damit schon auch dazu beigetragen, den entscheidenden Tropfen im Fass zu bringen, um Berlin zu retten. Aber jetzt seid ihr am Zug. So, nächstes Thema. Malta. Da gab es jetzt eine Konferenz, wo endgültig die Kriterien, Regulierungen für die Cannabis Social Clubs, die Anbauvereine für Handfreunde geregelt werden sollen. Und auf dieser Konferenz waren lauter Businessleute, die mit Cannabis jetzt gar nicht viel zu tun haben oder jetzt neuerdings in den Markt rein wollen, ja, internationale Konzerne und so weiter, aber nicht die, um die es eigentlich geht, die Cannabis Social Clubs im Zweifelsfall eröffnen sollen, die Aktivisten auf Malta, die Konsumenten, die vielleicht auch selber schon anbauen, die in Startlöchern stehen, ihre Pflanzen zusammenzustellen und gemeinsam anzubauen und so weiter und da ihrem Hobby nachzugehen. Das war eigentlich der Plan des Gesetzes, dann mit der vollständigen Entkriminalisierung. Malta hat ja als erstes europäisches Land auch den Besitz von bis zu 7 Gramm vollkommen legal gemacht. Ja, das hat kein anderes Land. Die anderen gucken immer nur weg und stellen irgendwie ein oder haben nur Ordnungswidrigkeitenverfahren und so. Aber Malta ist komplett legal
Und es soll eben auch irgendeinen legalen Zugang geben, das ist der Eigenanbau, den viele schon machen, aber eben auch die Social Clubs, die halt auch vollkommen legal und reguliert sind, anders als in Spanien, wo auch nur weggeguckt wird. Aber jetzt ist das ganze Gesetz schon über ein Jahr her. Ja, das war, glaube ich, im Dezember 21, dass das verabschiedet worden ist. Unser Artikel auf der DAV-Seite ist von Anfang 22, jetzt ein gutes Jahr her. Und hier wird immer noch nicht geregelt gekriegt. Es gibt immer noch keinen Cannabis Social Club in Malta. So viel zur Problematik, dann so ein Gesetz auch auf die Straße zu bringen. Ja, selbst so eine relativ einfache Sache im Vergleich zu den Fachgeschäften, die in Deutschland geplant sind. Zwischendurch musste dann die Vorsitzende da, die Chefin dieser Regulierungsbehörde gehen. Dann wurde jemand Neues eingesetzt. Und diese Behörde heißt übrigens Authority for the Responsible Use of Cannabis, ARUG. Ich werde gleich immer nur noch ARUG sagen, wenn ich von denen weiterspreche. Aber jetzt haben sie eben auf dieser Konferenz mit den ganzen Businessleuten, ohne die Betroffenen und Aktivisten, irgendwelche Regeln festgelegt, die da jetzt gelten sollen. Da gibt es diverse Zeitungsartikel, in jedem stehen ein paar andere Details. Scheinbar haben sie es doch nicht alle in die offiziellen Guidelines geschafft. Teilweise zum Glück, teilweise nicht zum Glück. Und das erzähle ich euch jetzt. Sondern es fängt schon damit an, dass diese Vereine folgenden Namen haben sollen, nämlich Cannabis Harm Reduction Associations. Also übersetzt Vereine zur Verringerung der Schäden durch Cannabis. Ja, also Harm Reduction ist ja an sich drogenpolitisch eine sinnvolle Sache. Da hat man sagt hier so Spritzentausch zum Beispiel oder Druckräume. Ja, das ist auch Harm Reduction, damit die Leute halt nicht sterben, die Heroin konsumieren. Aber das jetzt im Zusammenhang mit den Anbauvereinen für Cannabis anzubringen, ja, der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, da jetzt irgendwie Leute vom Konsum abzuhalten, was eben auch in dem ganzen Wording mit drin steckt, mit Warnhinweisen und allem Möglichen. Damit werden sich die ganzen Leute sicher nicht angesprochen fühlen, die da in Frage kommen, Cannabis Social Clubs zu machen. Und so geht das munter weiter. Extrem restriktive Details in den Regelungen, die da jetzt festgelegt wurden. Ist übrigens noch nicht das endgültige Regelwerk, das kommt noch, aber das hier ist eine Vorabinformation sozusagen, die jetzt offiziell auf der ARUG-Seite zu finden ist. Und zum Beispiel, wo es schlecht ist, dass eben nicht der Diskussion auf der Konferenz gefolgt wurde, es soll kein Konsum vor Ort möglich sein. Das war in den Berichten über die Konferenz noch offen, wo gesagt wurde, darüber denkt die Behörde jetzt noch nach und scheinbar haben sie dagegen entschieden, was natürlich totaler Käse ist, weil damit der Social-Anteil bei den Cannabis-Social-Clubs schon mal wegfällt. Ja, also gemeinsames Konsumieren, irgendeine Art Möglichkeit zu haben, sich mit anderen auszutauschen und nicht alleine zu Hause im Zweifelsfall zum Beispiel zu konsumieren, wird da nicht geboten sozusagen und das ist sicherlich keine gute Idee bei einem Cannabis-Social-Club. Außerdem soll es nur Blüten geben da. Die Vereine dürfen keinerlei anderen Cannabis-Produkte wie Edibles zum Beispiel oder Konzentrate herstellen und einkaufen dürfen sowieso nirgendwo. Ja, also auch dürfen nicht austauschen mit anderen Vereinen irgendwelche Blüten oder Genetiken oder so oder jedenfalls keine Stecklinge. Die müssen Samen kaufen und müssen die im Prinzip bis zur Blüte durchbringen und fertig. Ja, mehr ist nicht angesagt. Dann soll 250 Meter Abstand zu Schulen gehalten werden, sowohl für die Anbaufläche, ja, also das Gebäude, wo angebaut wird, und auch für die Abgabestelle. Und beides muss auch getrennt voneinander sein, Anbau und Abgabe. Und beides muss 250 Meter Abstand zu Schulen haben, obwohl das gar nicht von außen erkennbar sein darf. Ja, man darf nicht erkennen, dass es da jetzt um so einen Cannabis-Anbauclub geht. Man darf die Pflanzen nicht sehen und man darf keine Werbung außen sehen und nichts. Aber das darf trotzdem nicht in der Nähe von Schulen sein. Das kommt einem schon hart übertrieben vor. Zumal Malta nicht so riesig ist, ja, und da wird es schon schwierig, überhaupt irgendwelche Flächen zu finden bei 250 Meter Abstand. Was grundsätzlich auch das Problem ist bei solchen Abstandsregelungen, hat man in Holland für die Coffeeshops auch schon mal gesehen. Also das ist immer problematisch und bringt überhaupt nichts. Dann die Anbaumethoden selbst sollen auch festgelegt werden von der ARUG. Ja, da gehört das ja zur Cannabiskultur auch dazu, dass man da verschiedene Methoden hat, hydroponisch und auf Erde und was weiß ich, Kokos und so weiter. Das wird vorgeschrieben, die Testverfahren werden vorgeschrieben, die Verpackung wird vorgeschrieben, in der dann am Ende das Cannabis abgegeben werden soll an die Vereinsmitglieder. Hohe Kosten werden aufgerufen, also erstmal 1.000 Euro überhaupt für die Antragsgebühr. Unabhängig davon, ob der Antrag überhaupt genehmigt wird oder nicht, ist man schon mal 1.000 Euro los. Und dann soll es eine jährliche Gebühr geben. Und das ist gut, dass das noch nicht festgelegt worden ist, weil da die Rede war von 8.750 Euro für den kleinsten Verein mit 50 Mitgliedern. Wobei auch so Spekulationen unterwegs sind, dass das pro Monat gezahlt werden soll, was vollkommen irrsinnig wäre. Aber auch pro Jahr, es hat viel zu viel. Ja, zusammen mit der 1.000 Euro Anmeldegebühr und so weiter ist das überhaupt nicht wirtschaftlich darstellbar am Ende.
Dann wird eine strenge Überprüfung zur Bekämpfung von Geldwäsche angedroht. Ja, also wenn man ganz normal irgendwie einen Verein betreibt wegen irgendwas, wenn ich Tomaten züchte oder so und habe dann ständig einen Staat auf dem Schoß sitzen, der irgendwie meine sämtlichen Zettel durchsucht, ob ich Geldwäsche betreibe, ja, schon eine extrem nervige Ansage. Diese normale Finanzamtsprüfung ist ja schon total nervig. Ja, man auch gerade wieder hier am Hals. Also was die für pingeligen Zeug da irgendwie mit ankommen, ist unglaublich. Und dann wird man da irgendwie bedroht mit ständigen Geldwäscheuntersuchungen sozusagen als Verein. Dann gibt es eine große persönliche Verantwortung für die Mitglieder des Vereinsvorstands. Die sollen persönlich verantwortlich sein für bestimmte Bereiche. Und der Geschäftsführer, dem wird die Verantwortung auferlegt, alle Aktivitäten des Vereins persönlich zu beaufsichtigen. Und ja, da steckt ja dann auch schon wieder die Drohung drin, wenn irgendwas schiefläuft, ja, wenn irgendjemand anderes im Verein da Schindluder treibt, ja, dann ist sofort der Geschäftsführer mit einem Bein im Knast oder wie. Also das wird so konkret nicht gesagt, ja, aber auf jeden Fall ist die Formulierung so, dass man als potenzieller Geschäftsführer sich da 10-mal überlegt, ob man den Job übernimmt. Und ob man den übernehmen darf, das wird auch wiederum von der ARUG letztendlich entschieden und genehmigt. Und die sagen, diese Geschäftsführer müssen entsprechend qualifiziert sein, was immer das jetzt wieder bedeuten soll. Oder sie müssen mindestens 5 Jahre Managementerfahrung haben. Ja, sonst darf man da überhaupt nicht irgendwie Geschäftsführer von so einem Anbauverein werden. Und ja, letztendlich wird das von denen genehmigt. Und das öffnet ja Willkür Tür und Tor. Dann sagen, nö, du bist nicht qualifiziert. Zack, hau ab, nächste bitte. Ne? Bis die sagen, oh, deine Nase gefällt mir, du bist qualifiziert. Ja? Das ist also ein willkürlicher Eingriff dieser Aufsichtsbehörde in jeden einzelnen Verein rein, das komplette Personal sozusagen da. Und die können auch zum Beispiel darüber entscheiden, ob einzelne Personen aus dem Vorstand oder Beauftragte von diesen 6 Themenbereichen, für die einzelne Personen bestimmt werden müssen, also sowas wie Sicherheit ist einer dieser Bereiche, Anbau muss einer verantwortlich sein, Abgabe an die Mitglieder muss einer verantwortlich sein. Und einzelne dieser Bereiche kann man auch zusammenführen, ja, und eine Person ist verantwortlich. Aber darüber entscheidet auch wieder die ARUG, ja, ob das dann irgendwie okay ist oder nicht, dass eine Person mehr als einen Bereich verantwortet. Also totales Reinregieren irgendwie, diese Aufsichtsbehörde in den Verein und so ein Obrigkeitskack irgendwie, das klingt alles extrem unangenehm irgendwie und auch so ein bisschen Kontrollfreak-mäßig, total übertrieben. Und da fragt man sich dann wirklich, ob überhaupt ein CSC zustande kommt. Da macht das überhaupt irgendwer unter den Bedingungen mit dieser Bedrohung von irgendwie Überwachung und irgendwie fiesen Fallen, Verantwortung da irgendwie auferlegt zu kriegen, die man gar nicht erfüllen kann vielleicht. Ja, sämtliche Aktivitäten beaufsichtigen zum Beispiel als Geschäftsführer, wie soll das jetzt gehen, persönlich? Und dann mit den hohen Kosten. Entsprechend haben dann auch Aktivisten schon kritisiert, dass das jetzt eine Spielwiese für Reiche wird, ja, denen das wurscht ist mit den 8.000 Euro da, ja, scheißegal, die haben dann Bock auf so eine, cool zu sagen, ich habe so eine Karte von so einem Cannabis-Verein, ja, und kann da irgendwie mir ein paar Blüten holen. Aber für die Leute, für die das eigentlich gedacht ist sozusagen, für Leute, die meistens dann auch relativ viel Cannabis konsumieren und nicht besonders viel Geld haben, ja, das ist ja das Attraktive dann letztendlich auch der Cannabis-Verein und die eben, ja, da auch Sozialleben erwarten sozusagen in so einem Verein, die werden halt da überhaupt nicht erfasst. Also gutes Beispiel dafür, wie Deutschland das nicht machen sollte mit den Anbauvereinen. Ziemliches Desaster. So, wann bubert's legal und was ist mit der Legalisierung in 2 Schritten? Und warum bespreche ich diese Fragen unter so einer komischen Überschrift? Dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal Karl Lauterbach. Wie ist der aktuelle Stand bei der Legalisierung von Cannabis? Kann ich nur sagen, daran wird gearbeitet. Ein sehr, sehr kompliziertes Gesetz. Viele andere Ministerien sind beteiligt, aber es geht gut weiter. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen da etwas vorstellen können. Wir sind schon relativ weit. Es muss ja auch funktionieren. Lauterbach wollte den Gesetzentwurf ursprünglich Ende 2022, also letzten Dezember, vorlegen. Und hat dann verlängert sozusagen, verschoben und gesagt, okay, kommt jetzt Ende des ersten Quartals 23, also bis Ende März. Das wären also noch gut 5 Wochen ungefähr. Und ob er das immer noch meint, dass er eben seine eigene Deadline schafft oder nicht, ist halt offen, ja, unklar, wenn er da von einigen Wochen gesprochen hat, zuletzt, in denen er da was vorlegen will. Jedenfalls scheinen die Ministerien erhebliche Probleme zu haben, sich da auf bestimmte Punkte zu einigen. Und dann ein fertiges Werk vorzulegen. Ich war am Mittwoch mal wieder bei der drogenpolitischen Sprecherin der Grünen, Kirsten Kappert-Gonter. Und wir waren uns da einig, dass das
kippelig ist, ja, und dass wir nochmal bekräftigt haben, die Forderungen ja, aus beiden Richtungen, dass wir erwarten von Karl Lauterbach, dass er das Gesetz da vorlegt, eben bis spätestens Ende März und sein eigenes Versprechen da mal hält. Ja. Also ewige Verzögerungen können wir uns jetzt auch nicht mehr leisten. Das Ganze muss jetzt mal ins Rollen kommen. Ja, und wir hoffen da natürlich beide, dass, oder wie viele andere natürlich auch, ja, dass das Ganze jetzt mal vorwärts geht. Und das war im Prinzip schon der Punkt zur Frage, wann, ja, zur Frage Legalisierung in zwei Schritten. Habe ich jetzt einen Impuls in einem Video, Instagram-Video der Ex-Drogenbeauftragten Sabine Betzing? Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass die mal Drogenbeauftragte war. Es gab eine ganze Reihe von denen in den letzten 20 Jahren. Und die hat eben ein Interview gemacht oder ein Gespräch mit dem jetzt Drogenbeauftragten Burkhard Blinert. Und der hat in diesem Video Folgendes gesagt. Im Moment sortieren wir das Ganze eben unter den Gesichtspunkten, wie setzen wir es dann in einen Gesetzentwurf oder mehrere Gesetzentwürfe um. Ich kann die Ungeduld verstehen, dass jetzt endlich es doch auch losgehen kann. Aber wir machen es echt sorgfältig. Es wird kommen, es wird einen Gesetzentwurf oder eben mehrere Gesetzentwürfe eben auch geben. Es ging vorher in diesem Kontext nur um Cannabis als Genussmittel, nicht um Cannabis als Medizin oder Nutzern, wo man denken könnte, er spricht deswegen von mehreren Gesetzen, weil die Bereiche ja auch noch geregelt werden müssen. Es ging nur um Genussmittel und damit ist das erste Mal, dass ein Vertreter der Bundesregierung von mehreren Gesetzen gesprochen hat in dem Zusammenhang. Bisher haben das nur Parlamentarier gemacht. Allen voran kam Wegge von der SPD, die gesagt hat, ja, also in zwei Schritten könnte man das machen. Erstmal Entkriminalisierung, alles, was auch ohne Zustimmung der EU-Kommission gemacht werden kann vom Bundestag. Genauso wie die ohne den Bundesrat, ja, Entkriminalisierung, Eigenanbau und dann die Regulierung des Marktes mit Fachgeschäften in Ruhe mit der EU diskutieren und möglichst auch noch durchbringen. Ja, es geht nicht darum, das komplett aufzugeben, aber Legalisierung in zwei Schritten. Und jetzt haben wir eben auch eine Aussage in die Richtung, die dahin deuten könnte, ja, von einem Vertreter der Bundesregierung und nicht nur vom Parlament. Und das war schon der ganze Nachrichtenwert dieses Kapitels hier. Wer hier wirklich nur Nachrichten haben will, kann jetzt das nächste Kapitel weiter skippen. Und alle anderen können mir noch ein bisschen helfen, mein Trauma zu bewältigen. Ja, das hat mich nämlich total verstört, dieses Video von vorne bis hinten zu gucken. Super, dass das geklappt hat, dass wir heute Abend zum Insta-Live uns hier verabredet haben. Ich habe schon ein bisschen gerade so eben im Vorfeld erzählt, dass ich mich riesig auf das Gespräch freue, weil mein Herz doch immer noch auch in der Drogen- und Suchtpolitik verhaftet ist und endlich wieder ein SPD-Politiker dieses wichtige Amt innehat. Also von daher ganz herzlich willkommen. Ja, ich freue mich riesig, auch wirklich heute Abend dabei sein zu können. Ich habe in meinem Legalizer-Leben, ja, ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile, sämtliche Drogenbeauftragte der Bundesregierung an mir vorbeiziehen sehen. Ja, die gibt es erst seit Mitte der 90er. Das waren, weiß nicht, 8 oder so. Und Sabine Betzing war eine davon. 2005 ist sie, glaube ich, Drogenbeauftragte geworden. Und die war genauso wie alle anderen total repressiv unterwegs. Bis auf Christa Nickels, ja, muss man dazu sagen. Nicht alle anderen, sondern Christa Nickels von Grünen zur Jahrtausendwende nach 16 Jahren Kohl. Die war auch für Legalisierung von Cannabis, hat sich aber erstmal konzentriert auf Verbesserungen im Heroinbereich, ja, mit Druckräumen und so weiter, weil Cannabis-Legalisierung war bei weitem nicht mehrheitsfähig damals mit Schröder und so weiter. Egal, auf jeden Fall, Betzing war voll auf dem Prohibitionskurs. Von daher ist das schon bisschen komisch, jetzt überhaupt so ein Video mit ihr zu sehen, wo sie so entspannt irgendwie rangeht an das ganze Thema und sich mit dem Legalizer, eigentlich würde man da jetzt ein Streitgespräch erwarten zwischen denen, ja, total konträre Positionen, die beiden. Aber sie freuen sich erstmal wie bekloppt. Aber jetzt, jedenfalls tut sie jetzt erstmal so, als wäre sie Vorkämpferin quasi regelrecht von Blinert, als wäre das alles quasi eine stringente Reihe von denen. Dazu auch nochmal ein kleiner Ausschnitt. Freue ich mich heute ebenfalls auf einen ehemaligen Kollegen, nämlich den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und jetzigen Beauftragten der Bundesregierung für Drogen- und Suchtfragen, Burkhard Blinert. Ja, und der eine oder andere von euch weiß es sicherlich noch. Ich war selber mal im Amt der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Von daher habe ich dazu natürlich immer noch eine richtig große Affinität und ich freue mich riesig, dass das Amt des Drogenbeauftragten der Bundesregierung endlich wieder mit einem SPD-Politiker besetzt ist,
weil das zeigt, glaube ich, die Erfahrung der Vergangenheit schon. Da wird dann Bewegung in die Sache reinkommen und ich glaube, wir kommen im Bereich der Drogen- und Suchtpolitik einen ganz großen Schritt weiter. Ja, da kann ich mir nur verwundert die Augen reiben. Ja? SPD-Drogenbeauftragte sind die super Fortschrittsmotoren oder was? Das war weder Betzing noch ihre Vorgängerin Kaspers-Merck übrigens, die auch von der SPD war und genauso auch für die Repression war und die Prohibition verteidigt hat, auch uns gegenüber. Ja, das war so das übliche Spiel, ja, wir dafür, die dagegen, das machen wir schon ziemlich lange quasi, ne? Und Betzing war da voll auf der anderen Seite unterwegs. Videoschnipsel gibt es aber dafür leider kaum. Das ist ja, da gab es YouTube praktisch noch gar nicht, hat auf jeden Fall keine große Rolle gespielt, ja. Und die ganzen Nachrichtensender, die tun ihre Videos ja auch dann irgendwann weg, sind nicht mehr zu finden. Ich könnte euch aber einen Haufen Zeitungsartikel zeigen, wo sie eindeutig das Verbot verteidigt, sich dafür ausspricht. Jetzt sogar mal für die Verringerung der geringen Menge sich ausgesprochen, bis zu der die Verfahren eingestellt werden können, also eine Verschärfung der Gesetzgebung auf 6 Gramm, genauso wie Daniela Ludwig von der CSU, überhaupt kein Unterschied, ja, inhaltliche Positionen, genau dieselben Positionen wie Daniela Ludwig, wie die CSU. Und jetzt? Ich sehe hier in unserer Timeline ganz viele, die zum Thema Cannabis-Legalisierung fragen, wie geht's weiter, wann geht's los? Ihr Lieben, da kommen wir gleich zu. Habe ich die Läuterung von Sabine Betzing verpasst oder was? Hat sie zwischendurch sich dazu geäußert, dass sie sich geirrt hat damals oder sich sogar entschuldigt? Ja, ich habe nichts davon mitgekriegt, ich weiß davon nichts, dass sie irgendwie ihre Meinung geändert hätte. Und jetzt auf einmal so ein Auftreten da, das irritiert mich halt zutiefst irgendwie. Letztens ist sie auf Abgeordnetenwatch gefragt worden, ob ihr Bundesland, mittlerweile ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD in Rheinland-Pfalz, ob ihr Bundesland dem Bundesrat der Legalisierung zustimmen würde. Und das wäre eine super Idee, super Gelegenheit gewesen, dass sie sich mal positionieren kann, vernünftig pro Legalisierung und sagen, ja, also wir sind voll dafür, ja, und wir werden dem wahrscheinlich zustimmen oder sowas, ja. Stattdessen hält sie sich da raus und sagt, naja, wir gucken uns da erstmal den Gesetzentwurf an, dann prüfen wir den und dann gucken wir mal weiter, ob wir zustimmen oder nicht. Kein klares Bekenntnis zur Legalisierung. Ich habe auch nirgendwo eins gefunden jetzt nochmal. Auch hier ein Video übrigens nicht. Ja, da ist nur dieses ganze nette Gequatsche so, von wegen, dass ja mit SPD-Beauftragten, Drogenbeauftragten alles fürchterlich vorwärts geht, ja, aber dass sie pro Legalisierung ist, sagt sie an keiner Stelle, auch in dem Video nicht. Sie will sich dann also dann eben entscheiden, wenn das Gesetz dann da ist. Aber jetzt habe ich noch so einen Ausschnitt hier mal so randommäßig rausgenommen, einer von denen, die mich so aufregen. Das kam auch heute Abend, wenn ich sagen darf, hier total raus. Das heißt genau diese Art zu sagen, okay, ich sitze mich da auch voll ein mit vollem Herzen. Das hast du gerade auch nochmal wunderbar in dieser halben Stunde ja auch nochmal deutlich gemacht. Und ja, dieses vor Ort gehen, dieses Zuhören, den Betroffenen das Ohr zu schenken und sagen, ja, wir kümmern uns, ja, und wir sind da, finde ich ein total, total wichtiges Signal. Das ist so wichtig. Ja, also gut zuhören will sie euch, ja, und will für euch da sein und sich um euch kümmern, eure Probleme und so weiter, ja. Und was ist in ihrer Amtszeit als Drogenbeauftragte, hat sie mitverantwortet und mit dazu beigetragen, dass hunderttausende Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten durchgezogen wurden. Und gleichzeitig hat sie immer erzählt, die werden ja entkriminalisiert. Was wir denn eigentlich wollen würden hier mit dem ganzen Geschrei nach Entkriminalisierung, die werden doch entkriminalisiert, es gibt ja die geringe Menge und es wird ja niemand bestraft wegen ein paar Gramm Cannabis. Hat sie immer erzählt, ja. Völlig auch realitätsfern. Und jetzt tut sie wieder so, als würde sie nur so, wäre sie mal sich menschenfreundlich irgendwie und Blinert auch. Ja, also hier, das Ende muss ich euch auch nochmal zeigen. Ich höre es auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Mensch, die letzte, die da war, das war Sabine Betzing. Das will ich mal zurückgeben jetzt auch, dass ich das immer wieder mal höre. Du hast ja so eine wunderbare Arbeit auch damals geleistet. Und das merkt man heute noch. Danke. Ich danke. Ich finde es so toll, dass jetzt mit diesem Engagement fortgeführt wird. Super. Ja, so. Also mir geht es jetzt ein bisschen besser. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle traumatisiert. Das ist schon eine harte Sache hier irgendwie mit der Sabine Betzing. Aber gut. Müsst ihr jetzt durch, ja, wenn euch das geschockt hat. Kurzmeldungen habe ich noch. Einige interessante, und zwar die erste Drug-Checking in Berlin soll jetzt im März endlich starten. Auch eine Sache, die sich schon ewig hingezogen hat. Ja, leider ist doch jetzt nach der Wahl, was vermutlich tatsächlich Zufall ist, ja, wo jetzt viele sagen würden, wieder, ja, das haben sie nur deswegen gemacht, damit wir sie jetzt mal wählen. Wie auch immer, da muss noch Stellen besetzt werden, irgendein Labor, wo jetzt da die Proben getestet werden und so weiter. Das hat unglaublich lange gedauert, das Ganze. Aber Anfang März ist jetzt die feste Zusage, soll wirklich losgehen.
Das ist ein Thema, was in erster Linie jetzt nicht unbedingt mit Cannabis zu tun hat, sondern traditionell Drug-Checking richtet sich eher an die Partydrogen, Pillen und Pulver sozusagen, dass man gucken kann, was ist da drin, ne? Wenn man sich nicht vergiften will und gucken will, dass man wirklich den Wirkstoff da drin hat und nicht irgendwie, weiß ich, was da sonst drin sein kann. Und es ist ein wichtiges Reformprojekt. Ja? Also Drug-Checking gehört wirklich auch seit über 20 Jahren zu den Top- Reform, Drogenpolitik-Reform, Themen sozusagen, die man endlich mal auf die Reihe kriegen wollte. Und auch im Bundeskoalitionsvertrag der Ampel-Regierung steht das übrigens drin. Ja, also, dass Drug-Checking eingeführt werden soll, ist da auch ein zentrales Element neben der Cannabis-Legalisierung. Und laut Aussagen der Bundesregierung wird auch daran gearbeitet. Berlin fängt aber jetzt schon mal an mit etwas unklareren rechtlichen Verhältnissen. Ja, deswegen will der Bund eben da nochmal ran, um das klar zu ziehen, ja, dass das auf jeden Fall geht. Aber Berlin hat jetzt im Prinzip ein paar Rechtsgutachten gemacht und sich da irgendwie so reingefuchst und Agreement mit Polizei und Staatsanwälten und so weiter, ne, dass die da nicht irgendwie vor der Tür stehen und die ganzen Leute irgendwie hochnehmen oder so, die da ihr Zeug testen lassen wollen. Insofern kriegt das Berlin jetzt offenbar endlich hin. Kann man nur drei Kreuze machen, kann man nur gratulieren, ne, und hoffen, dass die CDU ja nicht die Wahl gewinnt, weil die werden das sofort wieder einstampfen im Zweifelsfall. Man darf gespannt sein, was in Berlin so unterwegs ist auf dem Markt und wie vielleicht doch am Ende noch Cannabis da eine Rolle spielen kann. Wir haben mit den Verantwortlichen schon mehrfach darüber gesprochen, wissen auch, dass das Ganze kompliziert ist. Ja, das, bei den Pillen ist das halt einfacher, weil das eine überschaubare Anzahl von Stoffen ist, die da drin ist, üblicherweise an den Originaldrogen sozusagen, an Ersatzdrogen, aber auch entsprechenden Füllstoffen, während bei Hanfblüten 1000 verschiedene Sachen drin sein können. Ja, das ist viel komplizierter wegen der Chemie. Ja, ist das komplizierter mit dem Cannabis, obwohl das Einzige ist, was da nicht Chemie ist, im Vergleich zu den anderen Substanzen. Das hört sich komisch an, ja, aber ist so. Das ist kompliziert. Und wir werden jetzt, wenn das jetzt losgeht, mit den Verantwortlichen auch nochmal reden, wie sie sich das vorgestellt haben mit dem Cannabis. Und vielleicht können wir ja auch mal so einen Test machen irgendwie mit denen. Ja, mal gucken, wie wir das wieder rechtlich sauber hinkriegen. Auf jeden Fall ist das eine super Nachricht. So, Lehrerverband haben wir jetzt hier. Ne, Philologenverband heißen die eigentlich richtig. Ne? Also wo man sich dann, was ist denn ein Philologe, fragt man sich erstmal, ja, was soll das sein? Aber es ist ein Gymnasiallehrerverband, die müssen so ein bisschen komisch reden. Deswegen haben die sich nicht Gymnasiallehrerverband genannt, sondern Philologen wollten die lieber heißen. Und die Vorsitzende ist Susanne Lin-Klitzing. Und die hat gesagt, wir brauchen einen Bannkreis von mindestens 5 Kilometern um Schulen herum für Cannabis, in dem kein Cannabis legal erworben werden kann. 5 Kilometer! Frau Klitzing-Dingens. Total realitätsfremd, ja, völlig irrsinnig, diese Forderung. Ja, die hat sich wahrscheinlich noch nie mit dem Thema befasst, was dann passiert, wenn man 5 Kilometer Bannkreis macht. Da ist die ganze Stadt, das ganze Stadtgebiet wahrscheinlich da komplett drin. Da wird man keinen Fitzel finden, hier in Berlin wahrscheinlich, wo man irgendwo so einen Laden aufmachen kann, weil überall in 5 Kilometer Umkreis eine Schule ist. Also ihr habt ja gehört, ne? Malta eben, habe ich gesagt, Abstandsregelung von 250 Metern. Und das ist auch ungefähr so die Größenordnung, die in Holland hier und da für Coffeeshops gilt. Aber 5 Kilometer ist vollkommen irrsinnig, ja. Zumal dann ja auch sich die Frage stellt, was ist denn mit Alkohol? Neben meiner Schule damals war unmittelbar daneben eine Kneipe, die auch offensichtlich ja eine Alkoholkneipe war, wo Schultreis außen dran stand oder so. Weiß nicht, ob das jetzt piepst, da Biermarke, wie auch immer. Das spielt überhaupt keine Rolle, ja. Das wird auch von der Philologin da nicht gefordert, dass man jetzt die Philologen da schützen muss vor der Kneipe um die Ecke. Da gehen die wahrscheinlich alle hin nach der Schule. Das ist dann in Ordnung, aber die Hanfdinger, die sollen 5 Kilometer gefährlichst weit weg sein. Irrsinnig. Dann Australien. Schöne Nachricht, ein bisschen da wieder über den Tellerrand hinausgeguckt. Wenn man das tut, ja, über den Cannabis-Tellerrand hinausgucken, dann sieht man Bewegung. Zeigt sich insbesondere bei den Psychedelika im medizinischen Bereich. Genau wie bei Cannabis hat es ja auch im medizinischen Bereich angefangen, dass man ein bisschen weg abgerückt ist von Prohibition und sich nochmal eine andere Annäherung an die Substanzen sozusagen gegönnt hat, wie auch immer. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass sich da erstaunliche Möglichkeiten auftun in der Therapie. Das war bei Cannabis so. Es ist ein erstaunlich vielseitiges Arzneimittel. Und das ist aber eben auch bei bestimmten anderen psychoaktiven Substanzen so, insbesondere den Halluzinogenen und Entaktogenen. In dem Fall geht es um MDMA, den klassischen Ecstasy-Wirkstoff, und um Psilocybin von den
Psilocybin-Pilzen, die auch in Deutschland auf vielen Äckern wachsen sozusagen. Die haben auch entsprechendes Potenzial, das weiß man mittlerweile. Und deswegen hat Australien diese Substanzen jetzt offiziell zugelassen für die Therapie. Dürfen nur von Psychiatern verwendet werden, die auch entsprechend dann eine Ausbildung haben. Und die ganzen Details sind noch nicht so ganz klar, wer jetzt da berechtigt ist, das zu bekommen, unter welchen Umständen und so weiter und wo das Zeug überhaupt herkommen soll. Aber immerhin, ja, offiziell anerkannt und das soll dann demnächst irgendwann losgehen damit. Amsterdam will öffentlichen Cannabiskonsum verbieten. Das waren so die fetten Überschriften, die jetzt gerade ganz, also jetzt in 24 Stunden über die Medienticker gegangen sind. Und die Diskussion in Amsterdam ist schon lange am Laufen. Ja, da gibt es auch eine grüne Bürgermeisterin, die Coffeeshops am liebsten komplett abschaffen will. Gibt ja immer wieder Proteste, dass da so viele Touristen auch rumlaufen und dann nicht nur trinken, sondern auch saufen und rumgrölen da und so. Und das nervt halt einfach die Leute. Und deswegen wird schon lange darüber nachgedacht, wie man das Ganze jetzt einschränken kann. Und jetzt machen sie Nägel mit Köpfen offensichtlich. Der Beschluss steht. Ab Mitte Mai soll in der Innenstadt von Amsterdam nicht mehr öffentlich Cannabis konsumiert werden. Und jetzt sehe ich schon wieder die ganzen Leute sagen, sieh dir, die Legalisierung mit den Coffeeshops in den Niederlanden funktioniert nicht, die rudern zurück, wir sollten auch nicht legalisieren. Ja, also die haben natürlich nicht legalisiert, die Niederlande, die dulden nur die Abgabe in Coffeeshops. Also das wisst ihr vermutlich alle, ja, die Belieferung der Coffeeshops, genauso Schwarzmarkt wie bei uns. Aber die Niederlande, die rücken nicht ab von den Coffeeshops. Ja? Und das haben sie auch in den letzten 30 Jahren nicht gemacht. Immer wenn dann wieder was kam von wegen Abstandsregelungen, ja, die Zahl der Coffeeshops in den Niederlanden wurde reduziert, dann sind die Rainer Wenz der Welt angekommen und haben gesagt, oh, seht ihr, die Niederlande sind gescheitert, die rudern zurück, wir dürfen auf gar keinen Fall legalisieren. Aber die Niederlande haben verbissen und zäh festgehalten an ihren Coffeeshops, weil sie wissen, dass das besser ist, als das, was wir da machen. Ja? Das ist zwar nicht perfekt, weil nicht durchreguliert, aber ist trotzdem sehr weitgehend, auch im Rahmen der europäischen Rahmenbedingungen, wie wir jetzt bei uns auch sehen, dass das schwierig ist. Da sind die wirklich so weit gegangen, wie es irgendwie geht. Und seit 30 Jahren halten die da dann fest, oder noch länger, weil sie sehen, das ist besser als der ganze Straßenhandel, wie im Girlie, wie wir das jetzt hier haben, zum Beispiel in Berlin. Dann lieber Coffeeshops. Und auch die Tatsache, wenn man jetzt sagt, die dürfen jetzt nicht in der Öffentlichkeit rauchen, die Leute, weil die uns auf den Sack gehen, die ganzen Touristen, ja, die uns hier überströmen sozusagen. Das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht weiter ganz gemütlich im Coffeeshop in Amsterdam irgendwie einen rauchen darf. Das soll weiterhin so bleiben. Und außerdem ist nur ein ganz kleiner Bezirk in der Innenstadt von Amsterdam betroffen, nämlich dieser Rotlichtbezirk, wo die Touris am meisten reinströmen und am meisten saufen wahrscheinlich noch dabei und am meisten Krawall machen und so weiter. Ne, da wollen die halt ein bisschen Dämpfung reinbringen, was ja voll in Ordnung ist. Und das Ganze heißt, zeigt ja auch nur, die Niederlande haben kein Problem damit, dass sie Coffeeshops haben, sondern die haben ein Problem damit, dass alle anderen keine Coffeeshops haben. Ja? Wenn wir alle Coffeeshops hätten, dann würden wir nicht alle nach Amsterdam fahren und da irgendwie die Leute nerven. Zuletzt Christian Lindner. Der denkt offenbar auch über einen Plan B nach. Er hat scheinbar den Plan aufgegeben, Brokkoli zu legalisieren und fordert jetzt mehr Grünkohl für alle. Und damit bin ich bei den Terminen. Sämtliche Ortsgruppentermine, wobei bei einem ein Bundestags-Ex-Drogenpolitischer Sprecher dabei ist. Also das ist auch wieder ein Ex. Heute ist der Ex-Tag. Ich fange an in Darmstadt. Da war letzte Woche mir ein falscher Termin reingerutscht. Sonntag, 12. Februar treffen die sich. Nicht, wie ich letzte Woche gesagt habe, 14. Entschuldigung nochmal nach Darmstadt. Und alle Interessierten, alle Menschen, die in Darmstadt wohnen, die um Darmstadt herum wohnen und das jetzt hier mitkriegen, mögen alle am Sonntag, den 12. Februar, zum Ortsgruppentreffen gehen. Freiburg trifft sich die Ortsgruppe Dienstag, 14. Februar. Ebenso Hamburg online in Hamburg, 14. Februar. Und jetzt die Diskussionsrunde in Suhl mit Frank Tempel von den Linken, der übrigens auch stolzer Hanfadlerträger des DHV ist für seine Verdienste im Bundestag zu der Zeit, als er drin war, als großer Kämpfer für die Legalisierung. Der ist also bei einer Podiumsdiskussion unserer Ortsgruppe Thüringen mit dabei. Ich glaube, in Suhl war das Ganze, genau, steht auch hier. Donnerstag, 16. Februar. Dann nochmal Darmstadt, Freitag, 17. Und Bremen Infostand der Ortsgruppe Oldenburg in Bremen. Interessant. Samstag, 18. Februar. Dann haben wir Heidelberg mit dem Treffen am Dienstag, 21. Donnerstag, 23. der Stammtisch der Ortsgruppe in Thüringen. Da kann man nochmal besprechen, was der Tempel so gesagt hat und so. Dann haben wir Hamburg nochmal mit dem Treffen Donnerstag, 23. und Freitag, 24. Ortsgruppe Würzburg. Das war's.
Video liken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, DHV-Mitglied werden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Tag. Abend.